Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner kuscheligen Wohnwelt. Vielleicht habt ihr es schon erraten, aber ich befinde mich in den Bergen und heute zeige ich euch, wie man hier stilvoll wohnt. Dieser Einrichtungsstil nennt sich Chalet-Stil und bezieht sich auf die typischen Holzhäuser in den Bergen, die früher spartanisch und heutzutage gemütlich und luxuriös eingerichtet sind. Also ich will hier gar nicht mehr weg, aber ihr ahnt bestimmt schon warum. Es ist so gemütlich hier. Der Chalet-Stil bietet einfach einen wunderbaren Kontrast zur rauen Bergwelt. Stellt euch vor, ihr wart wandern oder Skifahren und habt einen total anstrengenden Marsch durch verschneites Gebirge hinter euch. Da gibt es doch nichts Besseres, als sich im Anschluss daran an einem Feuer zu wärmen und sich gemütlich in dicke Decken und Felle zu kuscheln. Einfach abschalten und genießen. Der Chalet-Stil verkörpert genau dieses Gefühl von Wohlbehagen. Umsetzen kann man das super mit Naturmaterialien wie zum Beispiel Holz. In vielen Berghütten gibt es mächtige Holzbalken oder holzvertäfelte Wände, oft in Kombination mit Naturstein oder Ziegelstein. Nachstylen könnt ihr das super mit einer Tapete, genauso wie hier. Dekoartikel und Beleuchtung haben dabei meist einen Bergbezug, seien es Geweihköpfe oder bestickte Utensilien wie Taschen oder Sitzkissen. Alles, was alt und nach Erbstück aussieht, passt zu diesem Stil. Der alpine Wohnstil wird klassischerweise von dunklen Farben wie Schwarz, Braun und Grau und Naturhölzern dominiert. Diese wiederum haben eine starke Maserung, was eine unwiderstehliche Haptik ausstrahlt. Das gilt übrigens für alle Möbel dieses Wohnstils. Weitere Materialien sind vor allen Dingen ursprüngliche, wie zum Beispiel Naturstein, Glas oder auch Metall. Je ursprünglicher und antiker sie wirken, desto besser. Neben dem Bergpanorama unerlässlich sind natürlich der Kamin samt aufgeschichteten Holzscheiten und ein überdimensionales und ultrabequemes Sofa, auf dem viele eurer Freunde Platz haben, dazu eine heiße Schokolade und passend natürlich Kerzenlicht. Das Sofa wird mit weichen Fellen, Kaschmirdecken und Kissen gemütlich gemacht. Zum Beispiel so. Eine weiche Decke aus Fellimitat und ein Kissen mit Rehmotiv. Oft gibt es an den Hütten einen Raum, in welchem Ski und Skischuhe ausgezogen und getrocknet werden können. Alte Schlitten oder ausrangierte Ski aus Holz, wie hier zu sehen, können bei diesem Wohnstil wunderbar zur Dekoration eingesetzt werden. Was haltet ihr nun noch von ein paar Bildern an den Wänden? Und zu guter Letzt noch ein alpiner Filzhut. Der passt noch super dazu. Na, wie gefällt euch die Wanddeko? Habt ihr noch andere Ideen, was man hier aufhängen könnte? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Bei der Beleuchtung wird mit warmen, indirekten Lichtquellen Gemütlichkeit erzeugt. Für mich das schönste Licht macht aber immer noch der Kamin. Als kleiner Tipp übrigens noch für Deckenleuchten könnt ihr super alte Wagenräder verwenden oder Kronleuchter aus Holz und Metall. Um diesem Wohnstil also einfach nachstylen zu können, setzt ihr auf Materialien wie Holz, Leder und Filz. Also alles, was so robust erscheint. Dann aber als Kontrast wählt ihr wieder weiche, gemütliche Materialien. Auch bei den Teppichen ist alles eher hochflorig oder wird einfach durch Felle komplett ersetzt. Und wie gefällt euch der Chalet-Stil? Ist der nicht einfach wunderschön? Ich genieße jetzt noch ein bisschen das Bergpanorama und den Kamin und wir sehen uns hoffentlich in einer nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Bis dann!